So. Du bearbeitest nur die Charts für heute. Egal. Auf jeden Fall, ich dachte mir, ich gucke mir mal Lake Haven Crystallis an. Das soll ungefähr nur eine Stunde dauern. Ist ein, wie man sieht, bereits ein modernes Survival-Horror-Spiel im klassischen Stil. Und ja. Vielleicht ein kleines bisschen lauter. Ich weiß nicht, wie laut das Spiel selbst wird. Aber ich dachte mir, ich guck mal rein. Und dann können wir noch mit ein bisschen chillen bei Dynasty Warriors 2. Warum 2? Weil das der erste Teil ist von Chin Musou irgendwas, wie auch immer das heißt. Also das erste dieser Art, die wir als Dynasty Warrior verstehen. Aber erstmal gucken wir uns das an, ob wir das überhaupt heute schaffen. So, dementsprechend gucken wir einfach mal rein. Jo. Lake Haven Crystallis. The words he used to explain the case were so usual in my line of work. A woman in her late 20s, last seen a few weeks ago. But this time something was off. I felt it in my bones. I wouldn't be coming home tonight. Komisch, das fängt so an wie das Spiel, was ich eigentlich vorhabe zu machen. Seltsam. Ja, deswegen möchte ich mir das ja auch angucken. Ein bisschen so das Feeling zu kriegen, was andere machen. Warum ist die Kamera shaky? So, auf jeden Fall, ja, Tank Controls. Auf jeden Fall ist das ein Prolog für das eigentliche Lake Haven. Das hier ist Lake Haven Crystallis. Und, ja, deswegen ist es auch so kurz, weil es halt im Grunde genommen ein Preview bzw. eine Demo ist von dem, was die Person eigentlich machen tut. Okay, die Sachen sind okay. Wir können tatsächlich 4 zu 3 ausmachen. Das ist gut. Und ein Timer wahrscheinlich, falls man das Speedrunnen möchte. Okay. Also es ist wie Rennen scheint es nicht zu geben. Weil zum Beispiel in Resident Evil oder so kannst du ja auch rennen. Deswegen wäre das jetzt interessant. The mailbox is stuffed with unopened mail. September 22nd, 1988.
Dear Eleanor, I am writing this letter because I don't know what else to do. You didn't respond to any of my phone calls. Are you all right? I heard about what happened between you and James, and while I know it's difficult to cope in these kinds of situations, locking yourself away is the worst thing you can do, dearie. I would drive over to check in on you in person, but my hips have still not quite recovered from the OP. You're always welcome here, though, Eleanor. You know that. Your friend, Marianne. Dear Eleanor, it's been 2 weeks since I sent you my letter. I am really concerned about you. Please give me a sign that you're okay. Your friend, Marianne. October 3rd, 1988. Dear Eleanor, I really don't want to do this, but if I don't hear from you soon, I'll have to contact the police. Your friend, Marianne. So, und jetzt sind wir hier. Detective Irgendwer. Okay, die Front Door ist locked. Man muss schon sagen, mal abgesehen davon, dass ich gerade ein bisschen Probleme mit dem Gehen habe. Die Kamera ist schon mal gut. Naja, ich habe das Ding schon länger in der Wishlist gehabt, aber ich habe es mir nie geholt. Das kostet irgendwie 3 Euro oder so. Also falls du Interesse dran hast, kannst du da gerne auch reingucken. Aber wie gesagt, es ist halt nur eine Stunde und das Hauptspiel irgendwann, ich habe keine Ahnung. Wenn es überhaupt halt kommt. It's a letter. Dear Eleanor, I can't take it anymore. Last night I could hardly recognize you. You are not the woman I met at college. You are not the woman I fell for. You are not the woman I married. I know you have been a rough few months. I know you have had a rough few months, but so have I. Ich habe mir Bugshot. Also, ich glaube, das hattest du mir erzählt gehabt. Right now I have to look after myself because I sense some terrible purpose behind your gaze and I fear for my safety. Please forgive me for leaving you here. With love, James. Okay, James scheint der Freund zu sein und James scheint abgehauen zu sein. Auf jeden Fall ist im Keller Licht an und wir haben hier ein Grab. There's a mound of loose dirt. Maybe there's something buried here. Ja, aber wir haben keine Schaufel. Ich nehme mal an, wir brauchen eine Schaufel dafür. There's a trapdoor to the basement. It's bound by heavy chains. Padlock is securing the chains. So, jetzt natürlich die Frage. Wir können scheinbar nicht nach unten und oben machen, wie bei Resident Evil. Und ich hatte gerade eigentlich auch erstmal das Inventory gesucht gehabt, weil das Inventory eventuell mir Auskunft gibt, ob wir Munition haben oder nicht. Okay, wir können hier rüber gehen. Und er hat tatsächlich hier gerade kurz diese Third-Person-Ansicht gehabt. It's a pitchfork. It's the bucket you carry around. Hier ist eine Schaufel. It's a shovel. It looks like it's seen better days. But still, I can dig it. Will you take the shovel? Das war ja echt ein grandioser Wortwitz, Scott. Okay, die Ansicht sieht ein bisschen komisch aus, gerade von den Farben her. Als ob der Nebel hier oben stärker ist oder sowas. Okay, hier ist ein Buch. Oder ein Tagebuch. It's an old looking book. Will you take the book? You got the book. Dankeschön.
Deswegen, wie du gerade siehst, hier diese Tanksteuerung gehört irgendwie zum Feeling dazu. Und ich habe jetzt auch extra 4 zu 3 angelassen, auch wenn man die Option hat, 16 zu 9 zu machen, was ich, by the way, sehr gut finde. Weil, auch wenn das hier so alles Feeling und Retro sein soll, wir sind ja immerhin in Zeiten, in denen es Monitore mit 16 zu 9 vorwiegend gibt, ne? So, auf jeden Fall haben wir die Schaufel für das Grab. Die Kamera hat sich gerade beeilt, zu uns zu kommen. The door is broken. Also nicht nur locked, sondern broken. Und hier an diesen Sachen hier mit dem Kornfeld, was sie als Barriere gerade benutzt haben. Das ist ja so ein Ding, das ist halt so typisch Amiland, ne? I don't want to get mud all over my good shoes. Guter Grund. Das hier ist ja gerade so ein typisches Amerika-Setting. Auch wenn natürlich Bauernhof auch in Deutschland gibt, aber in Deutschland hättest du dann halt so leicht andere Gebäude, leicht andere Felder vielleicht. Das hier sieht jetzt schon typisch amerikanisch aus. So muss ich jetzt die Itemlist aufmachen wahrscheinlich. Warte. Ja. Wir haben ein Buch und wir haben eine Schaufel. Use Schaufel. You use the Schaufel. The shovel's handle came loose. You got the shovel's handle. Klasse. Ja, klar. Du stell dir vor, du schaufelst so ein ganz großes Loch, ne? Und dann ist ganz unten, wenn du alles weggeschaufelt hast, ist da ein kleiner Schlüssel, den du nicht mitgeschaufelt hast, natürlich. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ist klar. What's that? It's a simple small key. Will you take the small key? Aber sicher doch. Kann ich damit hier runter? Okay, Schlüssel werden scheinbar nicht automatisch benutzt. You can't use it here. Ja, ein bisschen, aber wie ich gerade schon, ich habe ja absichtlich die Vergleiche mit Resident Evil gemacht. Und tatsächlich hat es bis jetzt so ein paar weniger Dinge als Resident Evil. Zum Beispiel, wenn ich hier mit meiner Waffe bin, das sieht an für sich aus wie Resident Evil, ja. Aber Resident Evil konntest du jetzt auch nach oben und unten zielen. Das kannst du hier nicht. So als Beispiel. Oder du konntest rennen. Ich kann bis jetzt nicht rennen. There's an old ladder leading down the well. Descent? Okay. Oh, das. Warte, warte. Looks like a diary entry. February 7th, 1985. Dear Diary, last night I had the most frightening dream. I was lost in a large hall with giant stone columns set up on an ever-expanding marble floor with a chessboard pattern. Das klingt nach Resident Evil. There were four men standing in the front of me, taunting me, laughing at me, and telling me that I won't be the same person afterwards. What did they mean? Three of them had their faces covered with a strange
tendrils and flowers. The fourth man's face was also obscured, but somehow he felt different to the others. Somehow I felt empathy from him. All I could think about is how I wanted him to just turn around and tell me everything would be okay, but he seemed to be looking for someone else. May 19th, 1985. Dear Diary, I am so tired. The creeps from my dreams refuse to let me sleep. Every time I'm about to drift off, one of them appears, whispering thoughts in my ear that I dare not write down, lest I make these abominable things real. I don't want to tell James what's happening to me. As kind as he is, what man would stay with someone broken as I? Ich weiß ja nicht. Das sind doch nur Träume, oder? Okay, wir haben hier mysteriöse Kultistentüren. Und andere Gänge. Ich habe das Gefühl, ich sollte erst oben auf dem Haus gucken. Cavern is blocked by some heavy stone doors. It looks like there's space to put something in one of the doors. Ja, so eine große Platte wie die anderen. Warte, wir gucken erstmal oben, ob wir ins Haus kommen mit dem Schlüssel. Bevor ich hier den Dungeon betrete quasi. Oder vielleicht die Tür von dem Wagen öffne. Looks like it hasn't been driven in a while. Die Trunk kann ich bestimmt auch nicht öffnen. Nee. Ist einfach nur, der Wagen steht da eine Weile. Okay. Ist scheinbar auch nicht für hier. Okay, ich sollte vielleicht die andere Richtung gehen, weil hier müssen wir einmal drum herum gehen. Ich frage mich, ob die Geräusche waren vorher nicht da, ne? So bis auf die Vögel jetzt. So. Konnte nichts sehen. So, dann gucken wir uns mal den mysteriösen Gang an. Judging by the bloodstain, it appears to be a sacrificial altar. A large stone plate that's depicting a chimera is fixed to the wall behind it. A key is resting on the altar. It's a heavy key. Will you take the heavy iron key? Yeah. You got the heavy iron key. Okay, hier scheint eine Geheimtür zu sein. There's a relief in the wall. Looks like something can be set here. Okay, wir wollen irgendwas, damit wir das da reinpacken können. Vielleicht kann ich ja die Tür doch mit den großen Schlüssel jetzt öffnen. Dann probieren wir kurz mal. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er die ganze Zeit die Waffe hält, anstatt dass er die nur zieht, wenn er sie braucht. Okay, das ist auch nicht hierfür.
Ob ich nicht nah genug vielleicht gewesen? Nee? Okay. Nevermind. Gut, aber vielleicht können wir mit der Heavy Key jetzt in den Keller. Okay. Wir haben zwei Schlüssel und wir können beide nicht benutzen hier. Okay, gucken wir noch mal die Vordertür also. Weil ne. Wir haben schusssicheres Glas in den Fenstern natürlich. Standardausrüstung in jedem amerikanischen Zuhause. Man muss ja safe sein zu Hause. Okay, der Heavy Iron Key ist für die Vordertür. Hi. Looks like I was too late. By my estimates, she's been here for over a week. She appears to have suffered several lacerations, although the ultimate cause of death remains unclear. I should search the area for clues. I'll get to the bottom of this. A nature documentary is playing. I have a deep fear of finding a snake in one of these. I'm not hungry. Ja, wenn sie da schon so Woche liegt, würde ich das auch nicht nehmen. Looks like a diary entry. September 21st, 1985. I told James everything today. I wasn't able to keep it secret anymore. I can't even remember the last time I slept. Over the last few weeks, he has shown much concern for me. He says I am looking pale and that I have not been acting myself. I have tried to get him to understand the glimpses of truth that I have witnessed, but he just looks at me like I'm crazy. He even asks if I was on drugs. He doesn't know me at all. I have to sleep, but how many more times will I be safe to enter my dreams until they finally get me? January 5th, 1986. Dear diary, I'm feeling much better since the doctor prescribed me the antipsychotic medication. He says I'm not psychotic, he just gave me them off label for sleeping. When I take them, I am knocked unconscious within an hour. I evade the dreams entirely. It's so relieving to wake up in the morning, even if my limbs feel as though they are weighed down by sandbags. I can live again. Scheinbar ja nicht. Rusty Key. Dann wird der für den Keller sein. Some kind of slimy old meat. I don't recognize its source. Maybe I should take it as evidence.
Should I take the Rotten Flesh? Ja, wahrscheinlich für den Altar später. Okay, die Stühle haben keine Kollision. It's a grandfather clock. Its hands are missing. So many boxes, where she planning on moving? So, hier war ja nichts, ne? Oh, doch eine Tür. The door is locked. Muss man ja kurz probieren, wenn sie locked ist. Aber ich nehme mal an, die ist nur locked, damit wir von der anderen Seite rein müssen. Okay. Dunkel und leise. Ist hier der erste Gegner vielleicht? Weil wir haben ja zumindest... Wir haben ja zumindest eine Waffe. February 4th, 1987. There's someone else in the house besides me. I thought that James had come home early from visiting his sister in Lake Haven. But there's no sign of his car, so it can't be him. I keep hearing an unsettling sound coming from the attic. It sounds like a mixture of whispering and slithering. I finally mustered the courage to investigate the attic. To my surprise, there wasn't a single living soul inside. But my eyes must have been betrayed me. I could still hear this incessant whispering as if it's being spoken through my bones. Okay, die Waschmaschine sieht komisch aus. I don't want to leave behind anything incriminating. There's some boards nailed to the wall. I thought it was better DIY. Can't see something shiny in there. Vielleicht können wir das aufhebeln. Nee. Kann ich das kaputt machen? Nee. Also hier ist nochmal ein Schlüssel. Aber wir haben nichts zum Schlüssel freimachen. Wir brauchen irgendein Ding. The door is locked. There's a crescent moon engraved on the doorknob. Also wahrscheinlich der Schlüssel, der im Badezimmer drin ist. Oh, da ist noch eine zweite Tür. The doorknob is missing. There's no way to enter. What a cozy place to sit down and read a thrilling book. Nicht mit den Geräuschen. Okay, es waren halt einfach nur Geräusche halt. Finde ich aber gut, diese Tierdoku-Musik. Ja, also das Feeling haben sie super hingekriegt. Also die Geräusche, die waren gerade schon echt gut. Und hier sind ja auch manchmal ein bisschen so Geräusche. Also finde ich schon gut. I use the rusty key.
It's a toolbox, it's locked. Vielleicht mit dem kleinen Key. You use the small key. Und damit kriegen wir oben das Ding auf. It's a crowbar. Doesn't take a genius to know this could be useful. Will you take it? Yes. There's a heavy metal door. It has a keyhole. Underneath the keyhole is another tiny hole. Okay, dann gehen wir mal ins Badezimmer zurück, wa? Ja, aber das Horrorfeeling von alten Survival-Horror-Spielen haben sie gut reingemacht, ja. Allein schon durch die Geräusche halt und so ein bisschen die Atmosphäre auch. So, Crowbar. You use the Crowbar. The boards are removed now. Und da haben wir Crest Moon Key. To the Moon! It's a key, the top is shaped like a Crest Moon. Will you take the Crest Moon Key? Yes. Got the Crystal Moon Key. Okay, dann können wir die Tür gegenüber öffnen. Use the Crystal Moon Key. Okay, Spiegel ist schon echt verdammt gute Technik für ein PS1-Spiel. Wenn es eins wäre. There's no clothes in the wardrobe. Was she planning to leave? This could be useful. It's an old hook. I wonder if it what it was used for. Ich nehme mal an, für das komische kleine Loch im Keller, was unter dem Schlüsselloch ist. A steaming cup of coffee is resting on the table. The rich taste of coffee always helps me relax. Save progress? Ja, random einen Kaffee trinken, der da zufällig in einem Haus, wo eine wochenlange alte Leiche ist. Ja, was? Eine coole Idee zum Safen, aber ich würde ja sagen, ist sehr verdächtig, wenn da in einem Haus, wo seit Wochen eine Leiche liegt, wenn da ein frischer Kaffee steht, der noch heiß ist. There's a page from a book here. The people of the village looked on in terror as a beast hideous visage crested the mound of rocks to the east. A wretched screech was enough to make all the king's men take flight. All bar one, that is. The valiant archer drew his bow in defiance and unleashed a devastating bolt of iron and oak that ripped through the chimera's heart with absolute divine authority. Okay, haben wir was im Wäschekorb?
Nee. Damn, I look tired. Maybe I should take a break. Okay, das hat auch was mit dem Ding zu tun. Können wir das combine mit... You added a page to the book. Wir haben aber auch, glaube ich, noch keinen kein Buchregal gesehen. Haben ein paar Kisten und die Küche. Gibt es kein Buchregal oder sowas? Denn hier ist die Kamera ein bisschen komisch, weil das kommt einem so vor, als ob man da weitergehen könnte, aber es geht nur um die Ecke. Okay, wir können das nicht benutzen. Wir haben scheinbar nichts, was wir hier brauchen. Dann können wir uns nochmal im Brunnen umgucken oder halt in der Scheune nochmal, ne? Kannst ja versuchen. So, hier ist aus. Oh, wieder so eine. Das ist ein bisschen doof, wenn man aus der Kamera raus kann. Mag den Sound nicht, wenn du das Objekt nicht benutzen kannst. Ja, der Sound ist unangenehm, aber wahrscheinlich soll er das auch sein, damit er halt das Negative widerspiegelt. Use the rotten flesh. Flesh is on the altar. I wonder what happens now. Kaputt. It's a pair of golden tipped clock hands. Will you take the clock hands? Okay, für die Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Sound in Resident Evil gemacht wird. Aber die haben ja damals so eine Soundpacks auch benutzt, ne? Dementsprechend. So, und allgemein, ich habe nichts dagegen, dass wir Tanksteuerung haben und halt diese Kameras. Aber manchmal ist die Kamera so ein bisschen, dass du da halt quasi aus der Kamera rauslatschen tust und du halt nicht wirklich weißt, wo du gehst und wie du da gerade lang gehst.
Und das war gerade zum Beispiel im Keller ein bisschen schwierig, wo ich genau aus dem Kamerabereich rausgelatscht bin, irgendwie. Das war etwas unangenehm. Okay. Irgendeine Zeit. Man könnte irgendeine Zeit einstellen. Haben wir schon irgendeinen Hinweis auf irgendeine Zeit bekommen? Ich glaube nicht, ne? Chapeau. So, ich guck mal kurz, ob da was im Topf vielleicht ist. Also wir haben Mitternacht geläutet gerade, I guess. Mal ganz abgesehen davon. Ich glaube nicht, dass es an der PS1 weirden Textur liegt. Ich glaube, das soll seltsam aussehen, weil ich glaube, das, was da ist, das bewegt sich, ne? Guck nur gerade, ob hier irgendwo eine Uhrzeit oder sowas angegeben ist. Vielleicht hinter einem der Bilder. Dieses Bild ist nicht zum Beispiel aus irgendeinem Grund benutzbar. Komisch. Wir haben ein benutzbares Bild, aber außer ein Kommentar hat er nichts damit zu tun. Door ist noch locked, also hat die Uhrzeit jetzt nicht wirklich was gebracht. The one hands won't budge anymore. Guess there's nothing more to do here. Okay, wir haben also irgendwas richtig gemacht, angeblich. Das Schlimme hier ist, ich würde gerne die Tür vom Schrank unten öffnen, aber darf ich nicht. Nun gut, wir haben aus irgendeinem Grund Mitternacht gemacht. Auch wenn es offensichtlich ziemlich spät ist, auf jeden Fall. Immer noch unklar, was hier zu machen ist bei der Tür.
Gut, dann gehen wir nochmal im Brunnen und wenn da nichts Neues wieder kommen sollte, dann können wir nochmal zur Scheune rüber. Nein, nichts Neues hier. Ah ja, im Übrigen ist das Spiel scheinbar in Unity gemacht. Sieht man, ist halt so gelauncht, also dementsprechend. Das scheint ein Unity-Spiel zu sein. Gut, dann gucken wir uns mal in der Scheune wieder um. Oder zumindest in der Richtung. Haben wir vielleicht hier was irgendwie? Nope. Too dark over there. I can barely see anything. Ist ja nicht so, als ob du eine Lampe hättest oder so. Was war das? Eine Nadel im Heuhaufen. Was like finding a needle in a. Na, forget it. Will you bother taking the needle? Ja, wir haben ein tiny hole, was wir benutzen sollen. Wie random. Das war gerade verdammt random. Okay, scheinbar haben wir hier nichts mehr. Außer die Nadel im Heuhaufen. Was für eine Überraschung. So, da war die Schaufel drin vorher. Hier hat sich die Kamera wieder beeilt, anzukommen. Also scheinbar auch so ein bisschen problematisch. Wobei, eine Sache haben wir noch nicht geguckt, bevor wir wieder weggehen. Müssen nochmal die kaputte Tür angucken, natürlich. Dieser Lensflare-Effekt finde ich, erinnert mich eher so ein bisschen an Alone in the Dark. Aber hat auch ein bisschen so Alone in the Dark Feels mit den leicht comicartigen Charakter. So, wir haben ein Tiny Needle für ein Tiny Hole gefunden. Vielleicht können wir jetzt was machen hier unten. Use of the needle.
Something tells me I won't find anything useful for the case here. Nevertheless, the place might be worth a look. Der 23:59 Uhr. Clock stopped. Where am I? The dresser is very dirty. Someone picked up the phone but never hung up. Eerie. They fucking didn't. Das da sieht aus wie von P.T. Diesen Kojima-Horror-Ding. Das ist fucking P.T. Was? It's a radio player. I wonder if there's anything good in. Just a. It's vaguely calming, but just static. What is this? Eine nette Referenz, aber jupp, es ist PT. Nee, jetzt sieht's eher nach Silent Hill 2 aus. What the fuck? Smells like old Orion. These toilets haven't been cleaned in a long time. Is this really happening? I feel like I know this place. Like a distant memory. Ja. Wenn man das Badezimmer noch nicht erkannt hat, ne? Da kommt jetzt die Katze dazu. Ja, ja. Willkommen in Silent Hill. Wow. Deswegen hat er auch gesagt, dass er nichts Nutzvolles für den Case hier finden wird. Okay, ich gucke mir lieber in Richtung Parkplatz hin um. Das ist halt 1 zu 1 von Silent Hill nachgeahmt. Auch wie mir hier von Silent Hill 2, glaube ich, ist das genau gesagt. Frag mich, ob das Ding jetzt wirklich ein Ende hat oder jetzt zum Beispiel. Ah, hier können wir nicht dran vorbeigehen, aber an den anderen konnten wir vorbeigehen aus irgendeinem Grund. Ja. Gucken wir nochmal kurz, ob wir die Mülltonnen benutzen können oder sowas. Das sind Treppen, die runtergehen. Ja, ich weiß. Diese
diesen Kameras ist es echt ungünstig, um irgendwelche Treppen zu finden. Danke. Da müssen. Waren die nicht hier irgendwie am Rand? Ach so, die sind wahrscheinlich hinter der Absperrung oder wie meint er das? Also wir haben die Nadel im Heuhaufen gefunden, um in das Zimmer zu kommen. Die Uhr war dazu da, dass wir die PT-Räume öffnen. Okay, hier geht es einfach nur nicht weiter. Und dort haben wir die Static im Radio benutzt, um ins Badezimmer von Silent Hill 2 zu kommen. Bin nur froh, dass nichts Schlimmes bei dem PT-Bereich passiert ist. Hätte ja auch passieren können, weil PT und so. Einfach gehen, bevor wirklich was passiert. Wobei, gucken, hier bei PT konnte man ja irgendwie durch ein Loch in der Wand gucken oder so, ne? Hier so ins Badezimmer, aber hier in diesem Spiel geht das nicht. Aber cooles Easter Egg. Cooles Easter Egg. Finde es vor allem cool, dass ich das erkannt habe direkt. Ist ja die Frage, ob diese Demo halt auch wirklich ein Ende hat. Ich nehme mal an, ja. Aber dazu müssen wir noch irgendwas finden, scheinbar. Also wir haben da irgendwelche Reliefs, die wir nicht öffnen können. Für die Tür unten, also die Geheimtür unten. Hier oben sind auch irgendwie Türen, die nicht wirklich nutzvoll sind. Ich guck mal, ob ich bei meinem Auto irgendwas machen kann. Kamera sagt auf jeden Fall nein. Los, gib einfach auf, fahr einfach nach Hause. Nee, okay. Hier ist auch nichts weiter, außer Fehler im Boden. Was mich halt ein bisschen stört, dass man nicht mal laufen kann, weil das Laufen würde einen zumindest vermitteln, dass es schneller geht, auch wenn es nicht wirklich schneller geht.
Wir haben halt hier einige Sachen, aber die können wir eigentlich so richtig benutzen, ne? Wofür könnten wir einen Hook benutzen? Ist ja nichts, was wir hooken müssten in irgendeiner Form. Kurz ja probieren. The light bulb is missing. It's so dark here. I can barely see anything. True. Sehr viele Texte nur für ein einfaches Loch. What the fuck? So, jetzt fängt es wieder von vorne an. War einfach nur ein noch ein anderes Easter Egg, so à la dass man dann, dass da plötzlich eine Stimme kam. In einem Spiel, wo es bis jetzt keine Stimme gab. Ah, da ist noch mehr. April 7th, 1987. James came back from his business trip today. Something seems off with him, but I can't put my finger on it. His eyes, have they always been green? What is he keeping from me? July 9th, 1987. They are real. The three men are real. Why is James lying to me? Tell me that I'm delusional. Last night, one of them was looming over me while we were in bed. I felt his hideous presence within 2 feet of me, and James still had the nerve to tell me it was all in my head. Probably sleep paralysis, he said. I don't want this to start over again. Okay, zumindest haben wir jetzt nochmal ein Diary gefunden. The painting depicts the baptism of Jesus by John. 60, 40, 15.
Someone painted some numbers over it. I'm not exactly an art critic, but it probably looked better before the new additions. 60, 40, 15. Hatten wir irgendwas, wo wir Zahlen brauchten? Außer jetzt die Uhr. Sixty, forty, fifteen. Since we came to this land until now, we wasted the house of the forest we were to have shared, and shot from the sky the eagle we say is America. The forest is life, and the children of life. And we begin to understand this life is part of our own. Ich wüsste nicht, wo wir die Zahlen gebrauchen könnten. Aber ich weiß auch nicht, wie wir den Hook verwenden können und so weiter. Wir wissen auch nicht, was wir hier rein tun können. Gut, dann. Dann kann ich hier weitermachen. Kamera! Viel wichtiger. Okay. Ah, hier. Ich habe Rennen gefunden. Jetzt, wo ich wusste, dass es Rennen gibt. Das ist aber auf jeden Fall nicht die gleiche Belegung, die da angezeigt wird. So, eine Sache, die ich nämlich nicht gefunden habe, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas bringt, ist, hier hinten. Irgendwo. It's a tiny little guy. Neat. Okay, das war nur eine Art Easter Egg scheinbar. So, was ich dann auch nicht gemacht habe. Ist das Ding zu öffnen. The people of the village looked on in terror as the beast's hideous visage crested the mount of rocks to the east. Also das ist das Ding, was ich reingepackt habe. Hm, what's this? You got the dried poppy. Und wir haben ja ein Poppy-Bild im Haus gesehen. Nee, das ist nicht lang. Ich habe nur nicht das Richtige gemacht. Wie du gerade gesehen hast, ich habe das Buch nicht untersucht. Da ich das Buch nicht untersucht habe, habe ich die Poppy nicht rausgenommen. Und da ich die Poppy nicht rausgenommen habe, konnte ich das Rätsel nicht weitermachen. Das hier.
Maybe this has something to do with a poppy I found. Siehst du? Jetzt hat man das nämlich. Aha. There's a small button on the frame. Push the button. Yes. There's a secret compartment behind the painting. All those years of blindly poking at buttons are finally paying off. Ja. It's the key. It feels good in my hand. So, mit dem können wir nicht die Tür hier unten öffnen. Und weiter habe ich jetzt nicht geguckt gehabt. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Ding. It seems to be makeshift shrine of sorts. Only one of the verses is still legible. Read the verse? Yes. Mark 1:9-11. At the time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan, just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove, and the voice came from the heaven, "You are my son, whom I love, with you I am well pleased." Okay, das Safe-Rätsel habe ich immer noch nicht, aber ich habe ja auch nicht alles jetzt geguckt von den Dingen. Ich wollte mich ja jetzt nicht komplett spoilern, aber ich kam halt nicht weiter, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Platte. Mit der Platte können wir auf jeden Fall eins der Plattendinger belegen, denke ich mal. War so viel angenehmer mit den Rennen. Gucken wir mal, ob es das den hier benutzen. Use the Archer Plate. Fits in the relief, but nothing happens. Okay, falsche Seite wahrscheinlich. Fits in the relief, what a relief. Die Frage, warum da ein zweites ist. It's a light bulb. We'll take the light bulb. Okay, wir haben eine Stelle, wo eine light bulb benötigt wird. Siehst du, allein dadurch, dass ich die Poppy nicht aus dem Buch genommen habe, weil die wusste, dass man etwas aus dem Buch nehmen kann. Allein dadurch hatten wir gerade so eine lange Zeit Probleme, hier weiterzukommen. Und da es halt auch ein Prolog von einem Hauptspiel ist, wusste ich jetzt auch nicht, wie, nachdem wir das Easter Egg mit Silent Hill und PT gefunden haben, wusste ich natürlich auch nicht, ob es überhaupt ein Ende hat. I use the light bulb. The lamp is switched on now. Ah, und hier können wir das Ding gebrauchen. Doch! Okay. Also wahrscheinlich für die Tür dann. The pull cord snapped. Either I'm stronger than I thought or this is pretty flimsy pull cord. I use the hook. I still can't quite reach it. Wow. Das ist natürlich doof. Zieh das Ding! Kann ich vielleicht was kombinieren? Ah.
Yeah, attach the handle to the hook. Use the hook with a handle. Ah, that did the trick. Das ist wieder so ein Mannequin. Ah, ich kann ihn nicht angucken. Zumindest jetzt nicht. So, und hier haben wir ein Safe. Wir hatten ja vorhin 60, 40, 15, ne? Nochmal. Forty. So benutzt man noch ein Safe, oder? Mit hin und her und so. Warte, wir gucken uns nochmal an, wie die Nummern genau waren gleich. It's Moontastic! Wow! Sonst ist aber hier oben nichts. Nur der Safe. So, was haben wir hier? Ja, 60, 40, 15. Vielleicht muss ich auch einfach nach rechts drehen. Weil wir hatten gerade 60, 40, 15 gemacht, ne? Vielleicht auch andersrum. 60. Fünfzehn. So rum auch nicht. Sechzig. Vierzig. Bin zu doof dafür wieder. Da hatte ich aber was im Community Hub gesehen. Okay, scheinbar.
Einfach andersrum. Oder? Ja, einfach andersrum. Vierzig. Sechzig. Vierzig. Sechzig. Fünfzehn, links nach 40, rechts nach 60. Wieso funktioniert das nicht? Ah, jetzt hat es funktioniert. Ich habe es ja nur schon ein paar Mal probiert. Loose Page. As the creature writhed and squirmed in a pool of its own blood, the archer raised both of his hands directly above him and exclaimed, "This is thy time, foul beast. Thy flesh thou shalt forfeit for thy breath of their sins." It was midnight when the final blow fell upon the beast. Its flesh was placed on an altar, and only then was the Chimera's limp body set in its final resting place. Ja gut. Das Opfer haben wir schon gebracht, ohne dass wir es wussten. So, jetzt haben wir die Chimera. War das ein anstrengender Save? Naja, und eine zweite Tür. It's a doorknob. Somewhere out there is a knob, door missing this. Kind of sad if you think about it. Will you take the doorknob? Yep. Okay.
Schön, wie mich das Spiel mal hin und her führt, wenn es denn mich mal ausnahmsweise führt. So, auf zur Creepy Door. Ich würde sagen, bevor wir dann die Creepy Door öffnen, safen wir besser, weil die ist mir zu creepy. Hallo, Kamera? Das war... Das hat mich echt gerade überrascht. Gerade weil die fucking Kamera nicht wollte, wie ich wollte. Hört mal, saß sie nicht mehr im Sofa, als sie vorbeigegangen sind, oder? Okay, noch eine Seite. She's holding something. Oktober 1987. Dear James, I found out that you're living in your sister's house now. I'm so sorry for what I did to you. I never wanted to hurt you with the things I said. None of them were true. I love you. Please come back. I miss you being here with you, Eleanor. Okay, erstmal safen. Should be able to use the door now. Das sieht eklig aus. What happened here? The room is damp and moldy. I'm ready to start feeling dizzy. Shouldn't stay for lo too long. Aber wir sollten auf jeden Fall das hier mitnehmen. It's a large stone tablet. There's an insignia of an angel carved into it. Will you take the angel insignia? Weil das Ding brauchen wir für unten im Keller. So. Looks like a diary entry. June 2nd, 1987. I knew it. James is one of them. Why is he doing this to me? The only thing I can feel is hatred. Every time he touches me, my skin crawls. I can't bear him being here. I told him to leave. December 16th, 1987. James came back home, but this time something about him seems even more off than last time. I don't have any options left. The next passage is unreadable. It was crossed out in several times after it was written down. I dug a hole in the garden. I hope it's big enough. Okay. Leiche ist noch da, Gott sei Dank. Ah, oh, diese Kamera. Kamera, please. Hallo, runter mit dir. Tatsächlich, sie saß nicht mehr auf dem Sofa. Das habe ich voll nicht bemerkt, dass ich dran vorbeigelatscht bin. Und die Fernsehsendung ist auch aus, ne? I'm sorry, Eleanor. Who turned the TV off? Ja, Eleanor.
Die hat halt gesagt, sie hat genug da tot auf dem Sofa gesessen. Jetzt ist sie tot im Flur, I guess. You used the Angel Insignia. The Angel Insignia is in place. Okay, finden wir jetzt die Kultisten oder? Das sieht ungesund aus. What the fuck? Wächst auf jeden Fall irgendwas. Boah, die Steuerung gerade. Wächst auf jeden Fall irgendwas Bewegliches draus. Riecht nach einem Bossfight. What the fuck? Joden oder wer? He is on the way to the east. She was alone, a prisoner of her rotting hollow of flesh and bones. And for a long time she didn't feel anything. Until the inner circle reached out its hand to her. I am Lewis. And suddenly she understood she was dead, yet she lived. She went into a state of chrysalis. She did well. I'm so proud of her. He talks to a Sam, just a coincidence. Dying is living. Look at her. She looks like Eleanor. That's impossible. Okay. Das war gar nicht seltsam. Looks like attached to something. It takes a strange iron shape. Aber wo können wir das dann benutzen? Strange Iron Shape. Okay. Haben wir irgendwas dafür? Scheinbar nicht. Sieht halt aus wie eine Art Schlüssel mit Haken oder sowas. Ich habe das Gefühl, ich soll hier raus. Nicht einfach mit der Steuerung.
Benedikt, der Fluch in in jedem Videospiel. Ja. What the fuck, ey? Da, ja, offensichtlich ja, wollte das Spiel uns nicht mehr da drin haben. Die Frage, wo das Iron Shape benutzbar ist, ne? Ist vielleicht hier drin irgendwie irgendwas gewesen? Ja, scheinbar nicht so wirklich. Ja, haben wir nur die Bibel. Das ist halt diese runden Aufgang, ne? Mit Tank Controls war jetzt ein bisschen, weiß ja nicht. So. Vielleicht im Moldi-Zimmer. Aber hier haben wir auch nicht wirklich was, wo den Iron Shape drauf. Benutzen können. Kamera, please. Bitte schalt um, wenn ich in die richtige Richtung gehe. Danke. Safen wir mal kurz. Ah, natürlich echt coole Idee mit dem Safe Room. Wobei, wie gesagt, so ein Kaffee random im Haus, wo tote Leute drin waren, würde ich jetzt nicht wirklich trinken an deiner Stelle, aber gut. Oben war ja auch nichts, ne? Hier war nur das Safe und der Mond. Der Safe und der Mond. Ich dachte, vielleicht ist was im Ofen drin. Okay, probieren wir einfach mal den Easter Egg. Die Easter Egg-Tür. Die ist nämlich wieder zu, scheinbar. Aber wir können das hier nicht benutzen. Okay, jetzt bin ich also wieder stuck. Perfekt. Weil das Spiel hat uns offensichtlich aus dem Brunnen rausgelockt. Vielleicht können wir das hier dran benutzen? Nee. Ist immer nicht da lang? Nee, natürlich nicht. Ja, ich versuche auch schon weiterzukommen, aber du siehst ja, ich bin zu doof, die Rätsel zu erkennen. Wenn du eine Idee hast, wo das Ding hinkommen könnte, dann kannst du es gerne sagen, weil sonst würde ich das gleich wieder gucken. Klingt so, als ob man random Möbel verschiebt. Ah, würde ich jetzt nicht sagen, aber. Es ist auf jeden Fall nicht der beste
Abbrechsound, ne? Ich habe halt jetzt gerade nicht wirklich eine Idee. Kommentiert das Auto auch nicht mehr. Okay. So, Folgendes übersehe ich scheinbar. Und zwar kann man das hier mit dem Schlüssel kombinieren. Und ich nehme mal an, dass das jetzt der Basement Key ist. Weil so groß andere Ecken, wo wir Keys benutzen haben wir nicht mehr. Warum man darauf kommen soll, dass man das Ding mit einem Schlüssel verbindet, weiß ich auch nicht. Ah, jetzt sind wir im Basement und kommen weiter. Okay, wir sind im Spiegel gefangen. Warum der komplette Bildschirm bei einem 4 zu 3 Bild rot geworden ist, weiß ich jetzt auch nicht. The phone is disconnected. Who would I even call? I don't fucking know. Sieht auf jeden Fall seltsam hier aus. Okay, da ist irgendwas. It's a cube. I think it fits really well here. Ah ja. Frage ist hier eher, muss ich irgendwo abbiegen? Ah, Telefon. Telefon. The phone is ringing. Answer the phone? Yes. When the moon is bright, hiding under all that might, a subtle whimper barely leaves his mouth as he struggles to breathe. Will this tale ever end? Gute Frage. I don't know. Statuen?
Missing Persons. Steckbriefe. Und die Frau, der wir ins Gesicht geschossen haben. Er ist auch unter den Missing Persons, scheinbar. Trippy. Welcome to Lake Haven. Und da haben wir das Ende von Story Level Design Directing at Tingle155 bei Twitter, Dani Arcadia auf YouTube und RobTLS auf Instagram. Programming by Dani Arcadia auf YouTube. Sehr modernes, sehr, sehr moderne Credits. Die Documentary ist The Patterns of the Wild. Thank you for playing Lake Haven, Chris Salis. Chris Salis, genau. Ich fand's gut. Ich hab dir zweimal Hilfe gebraucht, was ich machen musste. Aber an für sich. Ja, eigentlich alles immer von einem Punkt zum anderen ganz gut gemacht. Und da haben wir jetzt die Frau, die da halt uns ins Ohr geflüstert hat. Schön. Hat mir gefallen, das Spiel. Hoffentlich kommt dann irgendwann das volle Lake Haven noch irgendwann raus. Aber das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.